Es ist noch gar nicht lange her, dass ich umgezogen bin. Und mit dem Umzug haben wir einen Ofen bekommen. Einen Schwedenofen, einen Kamin, wie auch immer man es nennen möchte. Und jetzt brauche ich einen Korb für mein Holz. Hallo, ich bin Christine von Pixu und hier auf meinem Kanal bekommst du alles rund um das Thema Nähen, meine Schnittmuster und das Plotten. Und heute basteln wir eigentlich mehr oder weniger zusammen, denn ich bastel mir einen Korb aus Filz für die kleinen Stöckchen, sage ich mal, die wir für unseren Ofen zum Anfeuern brauchen. Denn wir haben einen tollen Ständer aus so pulverbeschichtetem Metall, der wirklich schön ist, aber wenn wir da alles Holz zusammen auf einem Stapel haben, dann ist das irgendwie ein bisschen doof, weil das fällt so blöd durcheinander. Und deswegen möchte ich ganz gerne, dass die kleinen Stöckchen zum Anfeuern auf einem gesonderten Stück liegen, also auf einer gesonderten Ebene liegen, und dafür basteln wir heute zusammen den Korb aus Filz. Den Korb werde ich noch mit einer Plotterdatei verzieren, damit er ein bisschen hübscher aussieht und nicht so schlicht. Was du dafür brauchst, ist eben das Filz in der Größe, in der du deinen Korb zuschneiden möchtest. Ich erkläre dir gleich Schritt für Schritt, wie das geht. Du brauchst noch Knöpfe, um ihn an der Seite ein bisschen zusammenzunähen und zu verzieren. Und wenn du ihn auch verschönern möchtest, dann benötigst du noch Flexfolie. Ich glaube, bei Cricut heißt das Iron-on-Folie. Und dann deinen Plotter und eben noch eine Thermotransferpresse. Ich verlinke dir das ganze Material unten in der Infobox. Aber jetzt geht's los und ich zeige dir, wie ich meinen Filzkorb für unser Feuerholz gebastelt habe. Hier siehst du jetzt erstmal die Ausgangssituation. Das ist unser pulverbeschichteter Ständer für das Holz. Unten ist das große Holz und oben diese kleinen Anfeuerstöckchen. Und genau die fallen irgendwie immer durcheinander. Und deswegen müssen die da weg, beziehungsweise die müssen in ein Filzkörbchen. Und dafür messe ich jetzt erstmal die Grundfläche des Ständers aus, den ich hier habe. Der ist 29 tief und 40 breit. Und ich habe nochmal so ein bisschen nachgemessen für die Höhe. Das werden 15 cm werden. Und jetzt zeichne ich mir als erstes auf meinem Papier. Da habe ich ja immer die Papierrolle, die verlinke ich dir auch unten in der Infobox. Einmal die Grundfläche auf für eben dieses Fächlein. Und das sind die 40 cm in der Breite und die 29 cm für die Tiefe. Vor ein paar Jahren habe ich mir mal so einen kleinen Brotkorb gekauft und der dient mir jetzt als Inspiration dazu, meinen Korb für das Holz zu erstellen. Ich brauche also Seitenteile, die hochstehen, und andere Seitenteile, die man umfalten kann. Du hast es ja sicher gerade gesehen. Und das messe ich mir jetzt hier auf meinem Papier aus und zeichne das an. Nach etwas Rumgefummel habe ich dann meinen ersten Prototyp aus Papier schon mal zusammengefaltet und festgestellt, dass mir da eine Überlappung fehlt und der Korb so quasi nicht richtig zusammengefaltet werden kann, und habe mir deswegen hier nochmal drauf geschrieben, dass ich an der einen Seite 5 cm mehr brauche. Also die langen Seitenteile müssen 5 cm länger sein als das Mittelteil, damit man alles später schön überlappend zusammenlegen kann. Gesagt, getan, habe ich mir dann die Form auf mein Papier übertragen und habe hier in der Grundfläche 29 cm mal 40 cm. Meine Seitenteile sind jeweils 15 cm hoch. Auf beiden Seiten, also links und rechts, und die Außenseiten sind 20 cm hoch. Damit der Korb ein bisschen leichter zusammenzufalten ist, habe ich hier einen kleinen Keil drin, quasi wie ein Abnäher, den ich aber ausschneiden werde. Dieser Abnäher ist von der Abnähermitte jeweils 2 cm nach links und rechts, und so ergibt sich eben die Schräge an der 20 und an der 15 cm langen Lasche des Korbes. Mein so erstelltes Schnittmuster kann ich jetzt aus dem Papier ausschneiden, um es gleich auch aus dem Filz ausschneiden zu können. Um das Körbchen jetzt aus dem Filz auszuschneiden, übertrage ich es mit einem Kreidestift auf den Filz, weil das mit dem Zuschneiden nachher dann ein bisschen einfacher ist, als wenn man jetzt direkt neben dem Schnittmuster schneiden würde. Filz ist dann doch etwas dick und muss in der Regel ab und zu mal angehoben werden, und dann würde der Schnitt verrutschen. Deswegen übertrage ich es. Damit du die ganze Form nochmal siehst mit den Maßen, blende ich hier nochmal ein Bild ein. Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie die Grundform aussieht. Ich schreibe dir auch nochmal meine Maße dazu. Und zwar
Ganz wichtig zu wissen ist, dass die Grundfläche meines Korbes 29 x 40 cm ist. Möchtest du deinen Korb in einer anderen Größe zuschneiden, musst du diese beiden Werte ändern. Als nächstes plotte ich dann meine Plotterdatei aus. Mein Bär, und zwar den Mountain Bear, plotte ich vierfarbig aus in Braun, Beige und noch zwei helleren Beige-Tönen. Um diese mehrfarbige Datei dann später aufzubügeln, habe ich sie wie hier erstmal zusammengeklebt und prüfe jetzt so ein bisschen den Sitz. Ich fange mit der ersten Schicht an. Diese ist die oberste Schicht, und zwar nicht die Füße, sondern der Rücken des Bäres. Damit ich die Position an der oberen Kante so ein bisschen besser bestimmen kann. Denn wenn der Korb noch nicht zusammengesetzt ist, ist das ein bisschen schwierig zu sehen, wo der Bär später sitzt. Ich habe mir die Mitte markiert, sowohl auf der Plotterdatei als auch auf dem Korb selber. Und kann so den Bären besser ausrichten. Ich presse die einzelnen Farben der Folie nicht so lange, wie sie normalerweise benötigen würde, denn bei mehrfarbigen Plots ist immer ein bisschen das Problem, wenn du die Folien zu lange, zu heiß presst, dann schrumpfen sie ein kleines bisschen ein und es entstehen Lücken zwischen den einzelnen Farben. Deswegen presse ich die einzelnen Farben nur kurz und presse nachher zum Schluss alles einmal im Gesamten zusammen, damit die Folien, die einzelnen Schichten, also die einzelnen Farben, nicht zu sehr zusammenschrumpfen und zwischen den einzelnen Farben keine Löcher entstehen. Ist das Motiv aufgepresst, geht es daran, den Korb jetzt zusammenzunähen. Entgegen der Vorlage habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass ich die Überlappungen innen haben möchte und nicht außen. Und ich klemme mir das alles hier mit Klammern mal zusammen. Da diese mehreren Filzlagen definitiv für fast jede Nähmaschine zu dick sein sollten, um sie zu nähen, fixiere ich die Seitenteile mit Knöpfen und nähe diese Knöpfe mit der Hand an. Das kann mitunter bei Filz ein bisschen anstrengend sein, passt da auf jeden Fall auf deine Finger auf und sei vorsichtig, wenn du da mit der Nadel hantierst. Ich positioniere mir also die Knöpfe an den Stellen, an denen ich sie haben möchte, messe das Ganze dann ein bisschen aus, um das auf der anderen Seite wiederholen zu können und nähe die Knöpfe dann an der Position an, an der ich sie haben möchte. In diesem Fall markiere ich mir die obere Kante des Knopfes, damit ich weiß, wo er später sitzen soll. Dann habe ich also die 6 Knöpfe mit der Hand angenäht. Verwendet dafür habe ich ein etwas festeres Garn, und zwar ein Jeansgarn. Das ist ein Nähgarn, mit dem man normalerweise die Kappnähte an Jeanshosen näht, damit sie zum einen ein bisschen besser rauskommen, aber auch zum anderen ein bisschen haltbarer sind. Und wie du ja siehst, ist es nicht unbedingt einfach, die Nadel da durch den Filz durchzubekommen und den Knopf entsprechend anzunähen. Ich habe mir tatsächlich sogar im weiteren Verlauf der Knöpfe später eine Zange zur Hilfe genommen, weil ich mit der Zange die Nadel besser anfassen und durchziehen konnte. Nähe also alle Knöpfe auch so an deinen Filzkorb an. Weil der Filzkorb für mich ja nun relativ groß ist und ich nicht möchte, dass er so aufschwingt, habe ich ihn an den Ecken noch mit Garn fixiert. Ich habe also oben eine kleine Ecke abgenäht, bedeutet 1 cm ungefähr zusammengefaltet und mit dem gleichen Garn, mit dem ich die Knöpfe angenäht habe, eben da noch ein paar Stiche rundherum genäht. Als nächstes klebe ich noch die Ecken der äußeren Seite mit meiner Heißklebepistole fest, damit sie später und wenn der Korb auch etwas älter wird, nicht abstehen, aber die Position der Knöpfe wollte ich ganz gerne so ein bisschen ungleich haben und nicht alle 3 Knöpfe auf einer Höhe, und deswegen kann es halt passieren, dass die Ecke etwas absteht. Mit Heißklebepistole fixiert ist dem Abhilfe geschaffen und der Korb wird nicht mehr auffallen. Und hier ist jetzt also mein fertiges Ergebnis, mein Korb mit meinem Mountain Bear drauf, in das unser Feuerholz, das Anzündholz, reingelegt werden kann und zusätzlich noch die kleinen Anzünder mit rein können, die wir hier in einer Tüte auch liegen haben.